Miau, Bitch! Dumme Gedanken einer Katze. Oder eines Katers eben. Keine Ahnung. Miau, miau, ich bin ein Kater. Ich bin kein heimlicher Agent undercover. Upsi. Sorry, Lina, dass ich dich aus dem Fenster geschubst habe. Okay, Tom, du hattest recht. Menschen landen doch nicht auf ihren Pfoten. Habe ich doch gesagt. Und jetzt schuldest du mir eine Dose Thunfisch. Wie kann man unauffällig an die Weltherrschaft kommen? Ich möchte, dass du mich jetzt streichelst. Oh ja, mein treuster Sklave. Oh ja, das tut gut. Okay, du nervst. Menschen sind unsere Götter, denn nur sie haben den Zugang zu dem heiligen Kühlschrank. Laber keinen Scheiß, du Hund. Katzen sind hier die Götter und diese Menschen sind unsere Sklaven. Verstanden, Hund? Nimm sofort deine Worte zurück, du dämliches Stück Fell. So, jetzt haben wir 3 Uhr nachts. Yay! Die perfekte Zeit, um wie ein Wahnsinniger durch die Wohnung zu rennen und Sachen runterzuwerfen. Die Party beginnt. Whoop, whoop, bitches. Ich bin eine Katze und ich abonniere Lidiro, weil ich cool bin. Und du? Bist du auch cool, Mensch? Und jetzt werde ich grundlos in die Leere starren, damit diese Menschen denken, dass ich Geister sehen kann. Felix, Chucky, ich bin zu Hause. Oh ja, Dima ist wieder da. Ist mir doch egal. Oh, ein Karton? Ich passe hier rein. Ich kriege das hin. Ich habe doch gesagt, dass ich reinpasse. Denn Größe spielt keine Rolle. Schau in meine Augen. Schau in meine Augen. Nicht daran vorbei. 1, 2, 3. Du bist in Trance. Merkt euch, Kinder, das funktioniert immer. Das ist jetzt meins, ich brauch dich nicht mehr. Wenn ihr mich waschen wollt, dann müsst ihr mich erst finden. Nimm das. Halloween? Was ist dieses Halloween? Selbst eure menschlichen Feste sind dämlich. Mietz, 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 mietz. Mietz, mietz, mietz. Warum zur Hölle ruft er mich nicht bei meinem Namen? Sind Menschen wirklich nur so unterentwickelt? Mietz, mietz, wo bist du denn? Ich komme ja schon! Ich komme! Mensch, ich bin fertig! Und ja, es tut mir leid, ich habe heute schon wieder etwas neben das Katzenklo. Naja, du weißt schon. Ach, wird eine Überraschung für dich sein. Ey, Hund, was ist? Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber du wurdest adoptiert. Nein, das stimmt nicht. Oh doch, mein kleiner lausiger Freund. Eine Maniküre würde mir nicht schaden. Im Namen unserer gesamten Katzenbrüderschaft, der größten und glorreichsten Brüderschaft auf dem Planeten, kröne ich dich zu meinem Lieblingssessel. Wieso bekommen wir Katzen bzw. Götter nur so ekelhafte Nahrung, während meine Sklaven Thunfischpizza essen dürfen? Viel Spaß mit deinem Vortrag, Bitch! Ich werde hier noch lange liegen. Was glotzt du mich so an? Willst du mich etwa provokatzeieren? Mach auf! Ich muss sicherstellen, dass du noch lebst. Wer wird sonst mein Katzenklo putzen? Ja, das ist doch einfach genial. Ich bin ein verdammtes Genie. Ojoj, ich habe ja so Angst. Ah, glaubst du wirklich, dass ich so doof bin und denken werde, dass das hier eine Schlange ist? Au, Idiot. Was guckst du so? Siehst du nicht, dass ich mich dusche? Du Perversling. Dima, du bist verdammt nochmal ekelhaft. Warum stinken deine Socken schlimmer als die Fürze eines Hundes? Nur du kannst sowas schaffen, Dima. Ich bin frustriert. Interessant. Gibt es irgendwo ein Paralleluniversum, in dem Katzen Menschen zum Menschenarzt mit der Leine führen, um sie dort anschließend zu kastrieren? Und was, wenn ich dieses Universum zu so einem Paralleluniversum mache? Ich habe nichts Böses vor. Lalalala. Im Namen unserer gesamten Katzenbrüderschaft, der größten und glorreichsten Brüderschaft auf dem Planeten, kröne ich dich zu meinem Lieblingssklaven. Hallo? Ich bin ein Mensch und möchte mir eine Pizza mit Fisch, Mäusen, Milch und eine Prise Weltherrschaft bestellen. Und ja, ich bin keine Katze. Nein, Katzen können ja nicht reden. Nein!
Nicht schon wieder dieses allesfressende Monster! Haut ab, ihr dummen Kakerlaken! Der Versteckplatz unter dem Kühlschrank ist meiner! Oh, Lady, oh la la! Wo haben Sie denn sowas gelernt, Madame? Papa! Ey, ihr Sklaven! Wo sind meine Eier? Ihr habt doch gesagt, dass es nur eine ärztliche Untersuchung ist! Na toll! Und was soll ich jetzt an meinen einsamen Abenden ablecken? Danke, Menschen! Ihr könnt nur alles zerstören! Eine Legende besagt, dass schwarze Katzen Pech bringen. Nein! Du kommst hier nicht durch! Warum legt sich dieser Mensch auf mein Bett? Er ist doch bestimmt dreckig und hat irgendwelche Flöhe. Hey, könnt ihr etwas leiser sein? Diese dummen Menschen laufen ständig hin und her. Ich werde mich rächen. Wer hat den ganzen Kuchen gefressen? Was? Kuchen? Welcher Schokokuchen? Ich habe nichts davon gehört. Abonnieren nicht vergessen.